Lieben Freunde, und nach einer langen Zeit mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist MyMaster, schön, dass ihr euch so zu diesem Video eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie versprochen, wie ihr Badline Client downloaden könnt. Den benutze ich für meine Montages und so. Und ich kann euch auch nochmal in einem anderen Video zeigen, wie man die Replay-Aufnahmen macht. Und jetzt müsst ihr erstmal hier eingeben in eurem Browser. Badline, da habe ich schon, Badline Client. So. Gut, dann kommt ihr hier, ich guck mal gerade, hier oben war es eigentlich, genau da, A Better Front Minecraft Experience, klein.badlight.net, da müsst ihr ganz kurz warten. Ich bin jetzt schon auf der Seite, wo man das Ganze downloaden kann. Hier seht ihr dann das Logo und so. Und dann hier, Badline Client aktualisiert noch heute auf eine kostenlose bessere Minecraft-Erfahrung. Und der einzige Minecraft-Launcher, den du jemals brauchen wirst. Und auf jeden Fall, so funktioniert das Ganze, je nachdem, ob ihr Mac oder Windows habt. Also für Mac klickt ihr drauf, für Windows da. Ich habe jetzt Windows, das heißt, ich klicke jetzt mal hier drauf. Dann klicken wir auf Datei speichern. So, wenn ich jetzt auf das Dateizeichen geklickt habe, komme ich hier zu Badline Client Web Setup. Da klickt ihr dann drauf und müsst alles ausfüllen, die Knöpfe drücken mit Weiter, Installieren etc. Ich akzeptiere die Bedingungen der Bedienung. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie es im Client aussieht. So, wenn ihr euch dann den Client gedownloadet habt, habt ihr dann so ein Fenster hier. Das ist der eigentliche Client. Hier startet ihr dann meistens, hier meine ich bei Forum, genau, bei Forum. Bei Forum startet ihr dann meistens und dann könnt ihr halt hier auf Spiele gehen. Und bei Spielen könnt ihr dann hier eure Version auswählen, eure Minecraft-Version, eure Optifine, also ob ihr Optifine verwenden wollt. Und ob ihr die Beta-Einstellung verwenden wollt, aber das wollt ihr natürlich nicht, weil man kann auch noch ganz andere Einstellungen machen und so. Und deswegen können wir dann erstmal auf Starten klicken und dann zeige ich euch jetzt gleich mal, wie das Ganze im Client aussieht. Im richtigen, der dann hochgefahren ist. So Leute, so sieht das, müsste das bei euch dann im richtigen Client dann aussehen. Hier könnt ihr einmal bei Mod Profiles einmal gibt es die Default-Einstellung. Hier könnt ihr einfach eure Einstellung ändern und andere Sachen noch ändern. Ich habe jetzt von einem Kumpel, der hat mir das überhaupt gezeigt mit Badline Clients und so. Den weiß ich das, der ist Lucifer. Der ist häufig bei meinen Streams dabei. Der kann ziemlich gut Bedrock spielen, Fastbridge etc. Und der benutzt halt auch Badline Client. Nee, der benutzt jetzt sogar mittlerweile Luna Client, aber. Für Badline Client hat mir dann die Einstellungen gegeben, die sind sehr, sehr gut und ja. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, zeige ich euch dann im nächsten Video, wie Replay, wie die Replay-Mod hier funktioniert. Und hier kann ich auch dann auf Multiplayer gehen, hier in die einzelnen Server gehen. Und was hier übrigens auch sehr, sehr cool ist, wenn ihr Probleme habt mit diesem Resource Packs downloaden, dann könnt ihr einfach auf Find New Packs draufklicken. Da müssen wir jetzt ganz kurz warten. Übrigens, hier ist mein Miner-Pack. Bei 285 Abonnenten bringe ich das raus. Das heißt, lasst auf jeden Fall mal gerne ein Abo da, weil ich denke, ihr wollt schnell das Tech-Pack sehen. Ich bin mal gespannt. Aber bevor ihr das dann überhaupt dann bekommt, wenn wir 285 Abonnenten geknackt haben, habe ich einen Kumpel. Dem schicke ich das dann nochmal. Der guckt sich das, wenn das fertig ist, das Pack nochmal an und sagt, ob das okay ist. Weil der kennt sich damit auch ein bisschen aus und ja, genau. So, Find New Packs, komm jetzt, bitte, mach. Müssen wir warten. Ah, hier, so. Genau, dann kommen wir zu diesem, zu dieser Search for Packs Online. Und dann ist es einfach hier so, dass ihr gar nicht mehr diese Mühe habt, dass extra im Internet dann über Seiten, wo ihr nicht genau wisst, ist das jetzt sicher. Hier ist das komplett sicher. Hier werden euch nur gesicherte Sachen angeboten. Da müsst ihr einfach nur auf Downloaden klicken und dann wird das Pack sozusagen automatisch gedownloadet und direkt bei euch in Minecraft eingefügt. So funktioniert das Ganze. So, okay, alles klar. Dann war es jetzt auch erstmal schon. Hier oben Singleplayer, Multiplayer. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Und ja. Ein Optifine ist hier schon automatisch mit dabei, da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer MyMaster. Ciao. Ciao.